Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Far Cry 5, Alter. Gesperrt in 18 Ländern. Yes. Wir sind heute mit der Eierfeier beschäftigt. Stimmt, da war ein Stink, oh fucking hell. Aber ich will auch gucken, dass wir hier mögliche Missionen annehmen. In 18 Ländern gesperrt, wer es auf Twitter nicht gesehen hat, aufgrund der Musik, die in der Bar läuft. So, quatschen können wir ja schon mal mit ihm. Ich hab Neuigkeiten für dich. Echt? Ich für dich auch. Die Musik, die ihr in der Bar spielt, ne? Die bringt mir Probleme. Ein unbeschreibliches Gefühl, wieder in Fort's End zu sein. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Wir brauchen dich. Wie du sehen kannst, sorgt John Seed dafür, dass viele Menschen leiden. Und ehrlich gesagt, wird mir das zu viel. Diese Menschen brauchen mich. Ich trage die Verantwortung für sie. Aber das heißt, dass es immer schwerer für mich wird, Kontakt zum Widerstand zu halten. Falls du die Gelegenheit hast, sieh mal im Osten bei unseren Leuten auf der Woodson Schweinefarm vorbei. Okay. Ich habe schon ein paar Tage nichts von ihnen gehört. Das macht mir Sorgen. Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen unserer Kämpfer zu verlieren. Der gute Samariter. Ja, genau der sind wir. So, das Teil ist verschlossen. Aber wir wissen ja, wie wir das öffnen können. Ich habe hier das mal umgestellt. So, dass es ein Waffenrad ist. Fernzündungssprengstoff. Was? Was? Guck mal, was ist denn da hinten los? Die Kirche nimmt's, die Kirche gibt's. So, was wir auch machen müssen, ist so schnell wie möglich zusätzliche Holster freischalten, weil so kann's ja wohl nicht weitergehen. Also so kann's ja wohl nicht weitergehen mit nur zwei Waffen. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich für eine Knifte? 1911er, geil. Ja, gib mir die Kraft zu tun. Parfümierter Brief. Es tut mir leid, dass es mir so schwer fällt, das alles hinter mir zu lassen. Ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Es ist so schwer, wenn ich von dir höre, und noch viel schwerer, wenn nicht. Es kommt mir vor, als würde ich nur auf den Tag warten, an dem ich dich wiedersehe. Aber was dann? Es wäre wieder alles beim Alten. Ich will wirklich, dass alles okay ist. Ich habe nur keine Ahnung, wie das für uns aussehen könnte. Und ich erwarte auch nicht, dass du das weißt. Ich weiß nur, dass das zwischen uns keine Liebe ist. Und dass es aufhören muss. Joy. Getan werden muss. Hast du was mit? Oh, sorry. What the fuck ist mit ihm kaputt? Ich hab's Game ein bisschen lauter gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt zu laut ist. Und Venture. Hier vorne ist der Waffenladen. Zu dem wollte ich auch nochmal hin. Wollt gucken, ob wir vielleicht eine Schalldämpfer für unsere Pistole kaufen können. Hey Mann. Hey. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Doch, kannst du. Gib mir Geld. Pastor Jerome hatte versucht, die Leute von Fallen's End vor Eden's Gate zu warnen. Sorry, kannst mir gleich weitererzählen. So, Beute verkaufen. Nee, alle Gegenstände will ich ja nicht. Zack. Ah. Beschädigtes Fleisch. Angeln Stierforelle. Klatsch Nixons Stuntkarte. Karte von Hope County. Die Sachen behalten wir natürlich. Die Frage ist ja, wo kann man denn hier für seine Pistole jetzt zum Beispiel, wenn ich hier den 1911er habe, anpassen? Ach.
Mach die Waffe quasi lautlos. Ideal, wenn du es leise, aber tödlich haben möchtest. Damit wird deine Waffe lautlos. Keine Sorge wegen der eckigen Form. Ecken produzieren keine Geräusche. Die sieht nice aus, Alter. Was kostet das? 1725. Meins. Was haben wir hier? Rotpunktvisier. Auf einer. Auch das finde ich immer so. Für eine Pistole echt? Alter, die Beschreibung ist ja der Shit. Warte mal. Erfasst Ziele schneller und verbessert die Treffsicherheit. Der Reflex überlegt nicht. Der Reflex handelt einfach. Das ist ja voll geil. Der rote Punkt ist das Bullseye und deine Welt eine Dartscheibe. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich laufe, wenn, dann am liebsten mit einem Rotpunktvisier rum. Hier haben wir noch ein erweitertes Magazin. Du musst weniger oft nachladen und bist damit weniger oft angreifbar. Würde ich sagen, das ballern wir uns auch noch rein. Dienstmetall. So. Wir hätten auf ihn hören sollen. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Das ist, Leute, das ist zu krass. Das ist zu krass. Holy fuck. Ne, warte mal, jetzt habe ich es abgelegt, glaube ich. Tausend Dank. Okay, damit kann ich besser leben. Hi. Wir dachten alle, Larry spinnt, aber er hat das ganze Elend kommen sehen. Er warnt schon seit Jahren vor irgendeiner Invasion. Vielleicht sollte man ihm mal auf den Zahn fühlen, was er noch weiß. Larry Parker. Okay. Okay, dann komm, wir gehen nochmal in die Bar rein, hören uns nochmal ein bisschen Musik an. Ich kann's nicht ändern. Du kommst gerade richtig. Du hast vielleicht Nerven, so in die Stadt zu marschieren. Die meisten werfen nur einen Blick auf Eden's Gate und wenden sich ab. Die anderen lernen eine harte Lektion. Mein Dad war einer der Ersten, der sich gegen sie stellte. Jedes Mal, wenn Peggys kam und Streit gesucht haben, sprang Dad in seinen Truck und hat sie aus der Stadt gejagt. Er liebte diesen Truck. Er nannte ihn Witwenmacher. Und diese Wichser haben ihn eine Woche vor seinem Tod gestohlen. Scheiße. Willst du die Sekte richtig sauer machen? Ja. Dann hol mir den Witwenmacher zurück. Zeig der Sekte, dass wir nicht so leicht einknicken. Und gib den Leuten hier einen Grund zum Feiern. Er wird bei einem Getreideheber östlich von hier scharf bewacht. Aber ich glaube, du bist für den Job bestens geeignet. Der Witwenmacher, Alter. Was für ein kranker Shit. So, dann schauen wir mal. Wir haben ja jetzt relativ viel zu tun. Wendell Rattler, Larry Parker, bewaffneter Valley-Konvoi, zerstöre Johns Trucks. Hier ist Hyde's Scheune. Shit, Alter. Hier ist ein Sektenaußenposten. Komm, den schnappen wir uns. Nein! Was auch immer mit ihr jetzt kaputt ist. Holies. Ich finde es auch schön, dass ihr auch der Meinung seid, dass die Fahrhilfe extra für nur für mich ins Spiel integriert wurde.
Ich kann auch alleine fahren, ey. Hier, guck, Fahrhilfe aus. Es geht alles total easy. Ich glaube, das ist nicht gut. Komm, das ist jetzt aber nicht nur passiert, weil ich selber gefahren bin. Holy fuck! Wo ist eigentlich Boomer? Warum siehst du Josephs Licht nicht? Holy fuck, Alter. Wo ist denn eigentlich Boomer? Oh, Boomer, Alter, Junge. Bin ich froh, dich zu sehen. Holy fuck. Shit. Wo kam denn auf einmal die ganze Scheiße her? Und egal, was sie sagt, ey. Das hat nichts damit zu tun, dass ich gesagt habe, yo, ich fahr selber, das kann ich auch alleine. Das ist hier der Typ. Ich liebe dieses Spiel. Kann ich die Scheiße hier nicht komplett zerkloppen irgendwie? Whitetail State Park. Okay. Was ist er? Ist er ein Prepper? Ein Freund von mir hat sich im Turm am Wasserreservoir eingesperrt, um zu verhindern, dass die Sekte das Wasser verunreinigt. Es gibt zwar reichlich Nachschub, aber die Uhr tickt. Holt euch den Scheißer! Was geht hier ab, Alter? Was geht hier ab? Das ist doch nicht normal, Alter. Das ist doch nicht mehr normal.
Was ist hier kaputt? Oh shit, Alter. Okay, da kommt man so nicht rein. Zack. Da sind wir schon voll. So, und dann wollen wir mal gucken. Fernzündsprengstoff. Stellen wir uns mal gleich wieder her. Molotovs sind wir voll. Wurfmesser. Rauchgranaten. Rauchgranaten, das bitte. Mir gefällt die Knarre, die wir gerade haben. Finde ich ganz gut. Kann man die auch aufwerten? Bestimmt. Ah. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Ich habe ja auch schon mit ein paar Leuten darüber geredet. Ich finde, in dem Spiel passiert einfach zu viel. Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist einfach nur geil, das Fahrzeug. Autsch! Die haben mein Fahrzeug kaputt gemacht. Das finde ich scheiße. Ich bin frisch rasiert übrigens. Sieht man bei mir nicht oft. So. Ja, Boomer, ich weiß, ich bin auch sauer. Sieht so aus, als ob wir gar nicht mehr aus der Sache hier rauskommen, ey. Sind die alle bekloppt oder was? Hallo? Was ist hier los, Alter? Ich komme aus dem Lachen gar nicht mehr raus. So, lass mal. Schrotflinten. Gewehre. AKMS Warrior. Ah, das dauert noch eine ganze Weile, bis wir uns sowas Schönes leisten können. Haben die bessere Statistiken als unsere? Ne, ist genau dasselbe, ist bloß eine andere Farbe. Zu der Frage, ob das tatsächlich was bringt. Ne? Wir haben übrigens 40 Silberbarren in der einen Mission bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. So, wir werden jetzt einen zweiten Versuch starten, da hinzukommen. Ich glaube, an der Tankstation, wo wir gerade waren, da war ja auch nochmal
ein Fahrzeug. Ich lach schon, Alter, das hört sich schon wieder so an. Da fährt schon wieder irgendwas. So, einfach los. Fahrhilfe an. Und jetzt gib ihm. Dude, wo willst denn du hin? Wenn ihr alles selber macht. So, jetzt Fahrhilfe an. Jetzt kriegt das tatsächlich auch geschissen. Alles klar. Also wir müssen das selber nochmal markieren. Reicht nicht, wenn wir einfach nur sagen, da will ich hin. Sondern wir müssen sagen, da will ich hin. Da ist ein Prepper versteckt. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Sekte hat am Wasser herumgedoktert. Ich habe mich selbst eingeschlossen, um sie aufzuhalten. Diese Tür kriegen sie von außen niemals auf. Das ist wahrscheinlich der Hinweis. Schieße. Schauen wir mal, ob wir irgendwie anders reinkommen. Ihr habt mir übrigens gesagt, dass auf Y das Fernglas ist. So, lass mal gucken. Vielleicht mit der Seilrutsche irgendwo hin. Obwohl ich mir jetzt eigentlich vorstellen könnte. But what the fuck? Dass man da übers Wasser irgendwie reinkommt. Lol, Boomer. Das Ding ist, ihr habt es vielleicht gesehen, da das Fenster ist offen. Es ist nur die Frage, wie zur Hölle komme ich da rein? Hab gerade überlegt mit einem Enterhaken, aber das ergibt ja auch keinen Sinn. Das heißt, wir werden tatsächlich mal die Seilrutsche nutzen und gucken, wo wir dann da hinkommen. Achso, ich dachte, hier wäre... Da steht Schieße. Warum steht da Schieße? Einige Sünder haben die Tür verschlossen. Ich kann sie von dieser Seite nicht aufbrechen. Ich werde ans andere Ufer gehen und versuchen, das Schloss aufzuschießen. Die... Der Dude hier, der hat versucht, das Schloss aufzuschießen. Wer ein Ding an der Waffe hat. Problem ist natürlich, dass wir, also jetzt hier zu treffen.
Lol, what the fuck? Da, da! Ich nehme alles zurück. Hier schwimmen Fische. Hier schwimmen tatsächlich Fische. Ich nehme alles zurück. Best Game, Alter. Ich habe mal über eine lustige Sache nachgedacht. Und zwar, wie verdammt gut ich bin, Alter. Ich habe über eine lustige Sache nachgedacht. Was diese ganzen Ubisoft-Games angeht. Ist das ein Golden Red Reaver? Weißt du, Menschen plündern und sonst was ist eine Sache. Aber dann Tiere? Nee, überlegt mal, Ubisoft-Games, die laufen immer gleichermaßen ab, ne? Open World. Du hast einen Haufen Sachen zu tun und, ne? Also dieses Ubisoft-Schema. Und in Far Cry 3, Alter, sagt Vaas Montenegro, sagt, soll ich dir was über Wahnsinn erzählen? Wahnsinn ist, wenn du dieselbe Sache immer und immer wieder machst. Denk mal drüber nach, Alter. Was nicht heißt, dass mir das Schema nicht gefällt. Ich finde Ubisoft eigentlich ganz cool, also die Games. Was ist das? Woher haben die Prepper so viel Kohle? So, 3 Vorteilspunkte. Das Schloss haben wir zerschossen. Fucking hell. Jetzt mal gucken, was wir mit den Vorteilspunkten machen können. Hier ist übrigens das Zusatzholster. Brauchen wir 8. Darauf sparen wir jetzt. Ich hoffe, das vergesse ich nicht. Wurfmesser sind wir aber voll. Nice. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass einer gesagt hat, der gute alte Rekurvebogen. Das war aber nicht der Rekurvebogen, den wir hatten, sondern es war der Compound. Und es ist tatsächlich ein Unterschied. Der majestätische Seeadler. Scheiße, da haben wir Feuer gestartet. So, aber jetzt zu unserem Ziel. Wir hatten ja was vor. Nein, nicht schon wieder. Komm, lass mich einfach in Ruhe. Fahr einfach weiter. Ey, hier kommst du ja nicht mehr weg. Feuer breitet sich auch richtig krass aus. So. Weiter geht ja der Peter. Dass da einfach so tote Typen rumliegen, finde ich einfach auch übelst lustig. Der hat es alleine schon verdient für seine scheiß Musik, die er hört. Man, das ist ja wirklich grauenhaft.
Ich mag den Hund. Die Peggys hätten die Sunrise Farm niedergebrannt, habe ich gehört. Geschieht ihnen recht. Warum haben sie auch an John verkauft? Ich wette, die Sekte hat sich schon das ganze Essen gekrallt. Oh Gott! Bitte! Hilf mir! Ich hab nichts gemacht! Ich hab nichts gemacht! Okay, hier gibt's aber auch nichts zu plündern, so wie es aussieht. Hier gibt es so ein Arcade-Teil. Arcade ist übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, du kannst deine eigenen kleinen Level machen, kannst sie dann online stellen, kannst dann spielen. Und Sachen, also Erfahrungspunkte, die du da sammelst, die werden auch hier ins Hauptspiel übernommen, also es lohnt schon. Okay, da ist ein Puma. Wir gehen mal hier oben rauf. Bocken uns hier hin. Oh, da kann man aufs Dach rauf. Das ist ja noch geiler. Bocken uns hier hin. Denn ihr wisst es vielleicht schon, Alter, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. 30 Minuten, so wie ihr es auch auf Twitter gesagt habt, wie es gut ist. Und ja, gerne. Ich hoffe, ich verdiene mir mit diesem Video vielleicht ein Däumchen nach oben. Ja, ganz geil. Und vielleicht ein Kommentar, wo drin steht. Geil. Oder so ähnlich. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Was ist jetzt schon wieder los?